So, und da sind wir zur nächsten Runde. So, weiter geht's. Wir wollten ja nochmal in den anderen, in den letzten CW nochmal reinschauen. Details. Und da muss ich wirklich sagen, echt. Immer wieder. Ich drücke. So, mein Team. Hier hat Hondo richtig in die Ecke gekackt. Also richtig, wo ich dachte, Alter. Was macht er denn da? Da dachte ich echt, alter Schwede. Aber hier hat er natürlich alles wieder rausgerissen. Aber das, da dachte ich echt, oh krass. Aber es ist halt wirklich so. Ich meine, du kannst halt richtig daneben liegen. Sind wir mal ehrlich. So, jetzt gucken wir mal hier. Genau. Das war gleich der erste. Würde ich gerne noch mal kurz drauf zurückkommen. Da dachte ich echt, boah, was macht er? Weil, ja, wie gesagt, also komische Konstellation, aber dann heißt es ja wieder, ja, Herr Guso hat ja keine Ahnung. Ja, ich würde mit der Konstellation halt nicht angreifen, sagen wir es mal so. So, fertig. Aber, ja, wie gesagt, also das ging auch alles gleich früh down. Ich glaube, die Queen, die war ganz schnell, musste wieder zu Mutti. Und das, ja, das war nix. King ist hier reingelaufen, war dann aber auch, dass das hier, guck mal hier, Queen muss jetzt geraged werden schon, wisst ihr selber, wenn nur nicht mal durch die erste Mauer durch und schon der Rage drin, dann ist da natürlich nicht mehr viel zu holen, ganz klare Kiste. Und dann, guck mal, ich meine, er war halt schon grundsätzlich geschwächt mit seinen Truppen, sage ich mal, die Helden sind down und dann kommt natürlich das, was kommen musste. CB-Truppen sind noch komplett aktiv und du kannst halt in den 3 Minuten nicht sagen, ach naja, ich lock sie mal nach da, dann lock ich sie mal nach da und irgendwann fange ich an. Das läuft halt nicht. So, jetzt denke ich mal, kam der, der Giftspell, genau. Und dann halt, glaube ich, ein paar Magier noch. Ja, ich meine, der Loon ging ganz schnell down. Muss man ja jetzt mal sagen. Und jetzt der Drache, das ging auch noch. Also er hat noch relativ, das hat er eigentlich ganz gut gemacht, den hat er ganz gut down gekriegt. Aber jetzt haben wir halt das Problem, dass, ich glaube am Ende war es sogar die Zeit, die ihn dann gebumst hat. Und hier, genau, ihr seht es auch hier wieder. Die Luftfeger, die sind halt doch noch ein Unterschied, wenn man da doch was drin hat. Aber ich glaube, das war dann echt die Zeit, die da, richtig reingeballert hat auf jeden Fall. Ich mache hier mal ein bisschen faster. So, und das war's. Wir haben noch 2 Lavahunde. Also die tackeln ja noch gut, das ist nicht das Thema. Dann haben wir die Lavahund-Welpen. Das geht alles. Aber ich glaube, das war dann wirklich Zeit. Time is money. Wir haben keine Luftabwehr mehr hier, also so viel kann den Loons nicht mehr passieren, aber dann läuft irgendwann die Zeit weg. Ja, genau. Ja, ja, weil die Welpen, die hätten sich echt noch richtig gut gekümmert drum, aber so ist es halt. Also, aber wie gesagt, das, so ist es halt. Ich habe doch am Anfang da auch, oh, was habe ich für Angriffe verkackt? Ging ja gar nicht. Wie gesagt, da möchte ich mich auch einfach nicht aus dem Fenster lehnen. Ganz klare Kiste. So, dann haben wir, schauen wir mal. Hier, nochmal von Hondo. Ah, Jack Star. Oh, ärgerlich, mit 92%. Eine relativ kleine, also ja, relativ kleine Base. Vom Layout her, also sprich, ich komme wirklich, ich muss nicht, wer weiß, wie weiträumig laufen und so weiter und so fort. Hab das alles dicht dran. Aber muss man halt gucken, dass man jetzt mal reinkommt. Hier passiert noch nichts. Hier ist noch nichts passiert. Und der Golem ist schon, der gemaxte Golem ist schon in 2 Teile geteilt. Und wir haben noch nicht mal eine Mauer kaputt. Krass. Echt übel, weil es ging natürlich um den Bereich ganz genau. Luftabwehr muss fallen, weil sonst haben wir ein Problem, auf jeden Fall. Und die ist hier halt noch da.
Luftfeger, ist jetzt der eine ausgeschaltet? Ja, die Luckys sind natürlich eine geile Sache. Man kann die halt wirklich nochmal schön zack, zack, zack. Ich will noch da ein bisschen korrigieren und so weiter und so fort. Das ist halt doch schon was anderes als so ein Loon, auf jeden Fall. Von der Schnelligkeit, von der Flexibilität her. So, Golem hat er noch. Der ist aber gleich down. Da ist nicht mehr viel zu holen. Aber dann würde er sich ja noch teilen. Also von daher macht er das Schild schon noch echt gut. Ah, hier, die beiden Luftabwehren, die sind's halt. Jetzt geht's nochmal. Ah, ärgerlich, wirklich. Echt, er hätte es mit den Luckys, hätte es er von der Zeit auf jeden Fall noch hingekriegt. Und jetzt mal der Mal. Nein, nur der Magierturm ist es, der sie killt. Oh, ärgerlichst. Ärgerlichst, auf jeden Fall. Ja. Dann reicht's nicht mehr, dann reicht die Zeit halt nicht mehr klar. Oh, schade. Oh, schade. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch mal zum Gusua kommen. So ist das ja nicht. Nee, Kriegsereignisse bitte nochmal. Aber ich gucke nochmal, ob wir hier nochmal richtig geile. Ja, verteidigt war natürlich ziemlich geil. Oh, Nova hat auch verteidigt. Hat er komplett, aber später ist er gefallen. Ja, aber immerhin, ganz ehrlich, es hat sich schon mal einer komplett die Zähne ausgebissen. Und dann war es nur ein One-Star und dann nochmal nur ein One-Star. Also das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall. Guck mal, da, sind wir mal ehrlich. Hat Nova einfach mal drei Angriffe von den Gegnern einfach gut absorbiert, muss man jetzt mal so sagen. Den möchte ich mir mal angehen. Den möchte ich, meine, mit 37, da muss der echt schon ziemlich besoffen sein. Und da muss schon ziemlich viel richtig schlecht laufen. Ich meine, im offiziellen Spiel hätte er nicht mal ein Schild bekommen, wa? Geiler Scheiß auf jeden Fall. Ich meine, klar, man muss bedenken, 14 auf 12, aber trotzdem. Dann darf man sich halt nicht verschätzen, so eine Sache. Also, wie gesagt, ist immer eine schwierige Kiste. Stoppt, stoppt. Kleinen Moment, ich muss noch mal kurz zurückgehen. Ich muss noch mal kurz zurückgehen und ich glaube, ich fange gleich megamäßig an zu lachen. Was ist er denn für ein Buhn? Ich meine, was bringt's denn, wenn du einen Erdbebenzauber bei hast? Da gibt's gleich eine Mail. Lol, ist er ein Bob? Er hat ja mal richtig reingekackt, oder was? Ah, ich meine, von Spells hätte man sie besser machen können, aber das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Die Sache ist natürlich die, er hat natürlich jetzt gleich drei verballert, wa? Und da geht natürlich dann nicht viel mehr. Und wenn dann die Dragon irgendwann mal down sind und Nova hatte, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, nee, ich sehe hier gerade einen Lava-Hund-Welpen mit dem Zeichen von uns drauf, also hatte er einen Hund in der Base, in der CB, also von daher ganz gechillt. Ach, das war ja gar keine Gefahr. Das war ja gar keine Gefahr. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich, ja, der wird sich probiert haben mit den Dragon, aber das war's halt. Ah, das sprengt wieder den Rahmen. Das sprengt wieder den Rahmen. Ich will es nicht zu krass lange wieder werden lassen. Ihr werdet den Rest beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und hier seht ihr gerade den 187er. Der hat auch einen Channel. Und zwar nennt der sich 187 Clash Games, glaube ich. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Nur mal so nebenbei. Der hat nämlich auch den Clankrieg noch mal ein bisschen, glaube ich, argumentiert und kommentiert. So viel dazu. Wie gesagt, ja, ich hoffe, beim nächsten Mal, beziehungsweise beim übernächsten Mal, wird es dann auch wieder was mit der Facecam. Aber das werden wir sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, werft mal bitte einen Daumen nach oben in die Luft und
dann würde mich das freuen. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.